Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Meine Herren hat die Glossybox während der Black Friday Woche rausgehauen. Also die sind ja wirklich von einem Sale in den nächsten gesprungen, haben Special Boxen rausgebracht, haben Bundles reduziert. Also ich wusste irgendwann gar nicht mehr, ich war einfach komplett überwältigt von der Masse an Angeboten, die die Glossybox rausgehauen hat. Im Zuge dessen gab es die Black Friday Box, die ich mir tatsächlich nicht geholt hatte. Also ich habe mir da die Sneak Peeks tatsächlich mal angeschaut und dann für mich selbst ja, beschlossen, das ist nicht ganz so deine Box, da sparst du dir das Geld lieber. Denn dann wurde die Weihnachts-Special Box angekündigt und da war es dann sofort klar, egal was drin ist, die hole ich mir. Die ist aktuell leider wieder ausverkauft, aber ihr wisst, ich zeige euch den Inhalt trotzdem, da ich, ja, die Boxen, gerade die Special Boxen, ich finde die einfach wirklich richtig, richtig gut. Ich bin selten davon enttäuscht und ich kann euch jetzt vorab schon einmal sagen, dass diese Box hier keine Ausnahme bildet. Das war eine unglaublich schöne Box, die man als Abonnent für 35 und als Nicht-Abonnent für 45 Euro bekommen konnte. Wenn ich sowas sehe, poste ich das auch auf meinem Instagram-Kanal. Und solltet ihr mir da folgen, dürftet ihr von den Angeboten auch was mitbekommen. Aber ich kann es euch nur ans Herz legen, diese Boxen lohnen sich wirklich. Und bevor ich mich jetzt in einem minutenlangen Intro verirre, würde ich sagen, breche ich es an dieser Stelle ab. Bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Einschalten und wünsche euch jetzt viel Spaß, ja, mit der weihnachtlichen Surprise-Box, der Glossybox. So sieht die wunderschöne Weihnachtsbox aus und die kann sich wirklich sehen lassen. Das hier ist quasi eine Miniaturversion des Adventskalenders, denn der ist auch so gestaltet. Diese Box, da macht man nämlich nicht den klassischen Deckel hoch, sondern man öffnet sie praktisch hier vorne wie so eine Art Tür und das finde ich unheimlich schön. Ich muss mal gucken, dass ich sie jetzt hier so öffne, ohne dass mir alles entgegenfliegt. Aber hier haben wir den, sagte sie, und ihr fiel alles entgegen. Aber hier seht ihr dann das wunderschöne Goldpapier, in dem die Produkte eingeschlagen waren. Ich habe es schon geöffnet, ihr kennt mich ja. Ich habe aber versucht, es so schön wie möglich wieder zuzukleben. Aber wie gesagt, ich bin absolut begeistert. Ich möchte euch jetzt nur noch die Produkte zeigen und wünsche euch nochmal viel Spaß dabei. Das erste Produkt, welches ich euch gerne zeigen möchte, habe ich lustigerweise auch gestern bei meinem privaten Unboxing auch zuerst aus der Box geholt. Und es handelt sich um ein Produkt, über welches ich mich wirklich sehr gefreut habe, da ich es einfach unheimlich ansprechend finde. Und zwar hätten wir hier von Yves Rocher ein stärkendes Anti-Pollution Serum mit sauerstoffspendenden Mikroalgen und Kapuzinerkresse aus der Bretagne. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach unheimlich ansprechend. Also sowohl die Optik des Kartons ist einfach nur, ich finde die einfach ansprechend. Also ich kann euch nicht mal was anderes sagen. Es ist ein Glasflakon, was ich natürlich auch sehr gut finde, denn das trägt natürlich nochmal zur, ja, Hochwertigkeit dazu bei. Ich versuche mal, ob ich euch das kurz und schmerzlos hier... Okay, jetzt habe ich den halben Karton zerrissen. Wow. Wow, wow, wow. Ich finde es halt echt schick. Ich finde dieses Serum einfach nur unheimlich ansprechend. Wenn man sich das jetzt hier aus der Nähe anschaut, also es hat schon eine sehr... Es ist schon flüssig, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch noch so ein bisschen... Ich will jetzt nicht schleimig sagen, aber es hat, also es ist nicht komplett flüssig und vor allem schwimmen hier so kleine weiße Stückchen drin rum. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute dabei auch so ein bisschen denken, was ist das denn? Ich finde es aber gerade in dieser Ombre-Flasche aus Grün und Blau, ich finde es einfach schön. Also ich kann euch echt nicht mal sagen, warum, aber mich spricht dieses Serum auf jeden Fall total an. Es ist feuchtigkeitsspendend, es ist für alle Hauttypen geeignet und ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal ins Heftchen, aber ich finde es einfach wirklich, wirklich ansprechend. Dieses Serum soll die Haut nicht nur maximal mit Feuchtigkeit versorgen, es soll den Teint auch vor den negativen Einflüssen der Luftverschmutzung schützen
und es soll vorzeitiger Hautalterung dadurch entgegenwirken. Das heißt, dieses Produkt ist auch anti-aging-mäßig unterwegs und das finde ich wirklich gut. Ich meine, ich bin in so einem Alter, ich habe jetzt, ich hatte gestern Geburtstag tatsächlich, bin 32 Jahre alt geworden und da sollte man sich natürlich schon mal so ein bisschen mit dem Thema Anti-Aging auseinandersetzen. Ich denke, ich habe hier ein ziemlich gutes Produkt in der Hand. Ihr wisst, ich kenne mich mit den Inhaltsstoffen nicht ganz so aus, aber also was hier auch alles auf der Verpackung steht, ich finde es gut. Also es ist wirklich ein schönes, schönes Produkt, über welches ich mich sehr gefreut habe. Mit dem zweiten Produkt wiederum kann ich leider nichts anfangen, da ihr kennt meinen Tick, ich brauche zu einem Conditioner immer das passende Shampoo und andersherum. Und wie es der Teufel wollte, hätten wir hier nur ein Shampoo enthalten. Und zwar von Hair Rituel bei Sisley. Ich wusste gar nicht, dass Sisley auch Haarprodukte macht. Ich meine, ich kenne die natürlich aus der Kosmetikbranche, aus der Make-up-Branche, wusste aber nicht, dass sie auch Haarprodukte herstellen. Und hier hätten wir einmal ein Revitalizing Smoothing Shampoo with Macadamia Oil. Ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, das Produkt hätte ich an sich verwendet, wenn der passende Conditioner mit in der Box gewesen wäre. Aber ich wusste A, nicht, dass Sisley auch Haarprodukte macht und B, finde ich es so an sich aber schon ganz ansprechend. Also Macadamiaöl ist auf jeden Fall sehr reichhaltig und ich wollte das Produkt jetzt eigentlich für euch öffnen, aber da es noch verschweißt ist und ich das Produkt eben nicht verwenden werde, lasse ich es auch definitiv zu. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal in eine Verlosung stecken oder verschenken, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es ist bestimmt ein schönes Produkt. Wie gesagt, Macadamiaöl ist sehr flärend, sehr pflegend, sehr nährreich für die Haare, aber so ansprechend ich das Produkt auch finde, aber mir fehlt hier der Conditioner dazu. Von daher wird dieses Shampoo weiter wandern. Bei diesem Shampoo handelt es sich natürlich um kein reguläres Shampoo, denn dieses Shampoo soll nicht nur die Haarlängen mit Vitaminen und Mineralien versorgen, sondern eben auch die Kopfhaut. Das heißt, bei diesem Shampoo ist es auch wirklich wichtig, dass ihr euch das Produkt schön in die Kopfhaut massiert, dass besagte Kopfhaut eben auch mit den Vitaminen und den Mineralien versorgt wird. Ansonsten sind leistungsstarke Aktivstoffe enthalten, die gezielt auf die Haarzwiebel und Faser massiert werden sollen. Okay, beziehungsweise sie wirken stark auf Haarzwiebel. Haarzwiebel habe ich noch nie gehört. Ich meine Haarwurzel ja, aber Haarzwiebel, das habe ich noch nie gehört. Gut, Sisley, wissen wir alle, ist keine günstige Marke. Das ist jetzt natürlich nur die Luxusprobe. Solltet ihr euch mit den vollen 200 Millilitern verwöhnen wollen, müsst ihr stolze 62,50 Euro dafür bezahlen. Und wenn ich davon ausgehe, dass der Conditioner bestimmt noch mal ein bisschen teurer ist, sagen wir mal 70, also da könnt ihr euch ja vorstellen, in welcher Preiskategorie wir liegen, wenn man sich wirklich Shampoo und Conditioner und oh Gott bewahre noch die passende Haarmaske holen würde. Also das ist ein extrem spannendes, hochpreisiges Produkt, mit welchem ich aber leider nichts anfangen kann. Bei dem nächsten Produkt habe ich als erstes gedacht, super, das hatten wir doch erst neulich in der Glossybox, warum muss man das jetzt nochmal reinlegen? Aber ich habe mich geirrt, denn wir haben hier ein Produkt von Josephine Cosmetics enthalten und dieses Produkt war ja schon in der Magic Masquerade Box in Form eines Liquid Lipsticks. Ich dachte jetzt natürlich, dass es sich hierbei wieder um einen Liquid Lipstick handelt, aber nein, das tut es nicht. Hier hätten wir nämlich den Do You Natural Flawless Liquid Highlighter in der Farbe Meet Claire. Und da sieht die Sache dann natürlich auch schon anders aus. Flüssige Highlighter benutze ich relativ selten. Eigentlich habe ich nur den Highlighter von Ila Maska in der flüssigen Version und das war's. Dieser hier ist eigentlich an sich ganz schön. Ich weiß nicht, hier unten sieht man die Farbe. Ich drehe den einmal um, aber es ist so klein, dass ihr das wahrscheinlich nicht richtig sehen könnt. Meet Claire ist ein Champagnerton, würde ich sagen. Ein helles, silbriges Champagner, welches aber je nach Lichteinfall fast schon so ein bisschen
rosa-gräulich wirkt. Also es ist an sich ein schon super interessanter Ton und eigentlich hätte ich auch echt Lust, den zu swatchen. Aber dadurch, dass ich halt flüssige Highlighter nicht so häufig verwende, würde ich das Produkt, glaube ich, ganz gerne verlosen, weitergeben, verschenken, irgendwas davon. Von daher werde ich den jetzt nicht swatchen, auch wenn ich die Farbe an sich wirklich spannend finde. Aber da ich halt Liquid Highlighter nicht benutze, wird dieser hier weiter wandern, auch wenn ich die Farbe an sich ganz schön finde. Gut, über einen Liquid Highlighter kann jetzt natürlich auch gar nicht so viel in diesem Heftchen stehen. Er lässt die Haut halt strahlen, mildert kleine Beauty-Makel, indem er das Licht reflektiert und ein gesundes, dimensionales, sonnengeküsstes, taufrisches Finish hinterlässt. Plus sind hier Grüntee-Extrakte enthalten, die quasi nochmal so ein bisschen pflegen sollen. Und Nachtkerze und leuchtende Perlen sorgen für einen echten Wow-Effekt. Das klingt natürlich alles wirklich, wirklich gut, aber ich kenne mich. Ich 30 Euro? 30 Euro für diesen Highlighter? Wow. Okay, also 30 Euro finde ich jetzt ziemlich hoch angesetzt, muss ich sagen. Aber auch wenn mir die Farbe wirklich gefällt, ich kenne mich, ich benutze flüssige Highlighter so gut wie gar nicht. Von daher bin ich mir sicher, dass der irgendwann in eine Verlosung hüpfen wird. Aber so an sich ist das ein schönes, wenn auch ein bisschen überteuertes Produkt. Kommen wir nun zu einem absoluten Highlight aus der Box. Ihr wisst, ich habe meine Fühler stark in Richtung Creme Blushes ich habe mich in Richtung Creme Blushes orientiert und gerade die von Rare Beauty oder die von MAC gefallen mir wirklich sehr. Und jetzt kann ich ein weiteres Blush meiner Sammlung hinzufügen. Und zwar wäre das von Milk Makeup, der Lip and Cheek Creamy Sheer Blush and Lip Color Stick in der Farbe Work. Und da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Also Milk ist eine super interessante Marke, um die ich schon lange rumschleiche. Aber also ich habe das Kush Augenbrauengel und die Kush Mascara noch bei mir im Backup liegen. Aber an die Make-up-Produkte habe ich mich bisher noch nicht rangetraut. Und dass ich ausgerechnet einen Blush-Stick hier drin habe, da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Der kommt hier in dieser putzig kleinen Verpackung. Der lässt sich sehr leicht aufdrehen. Oh, und die Farbe ist super schön. Ich drehe euch den mal ein bisschen mehr raus. Das ist ein richtig schöner Alltagston. Doch, das ist ein richtig schönes, nudiges Rosé, würde ich sagen. Ich werde euch den jetzt hier auch einmal auf meinem Handrücken swatchen. Der ist sehr fettig von der Konsistenz her. Lässt sich jetzt gerade... Ach, wahrscheinlich muss der auch ein bisschen warm werden. Ich trage mir meine großzügige Menge auf. Das ist eine schöne Farbe. Der geht jetzt doch eher so ein bisschen in Richtung Koralle, würde ich tatsächlich sagen. Das wäre jetzt nicht meine präferierte Farbe, aber mir gefällt der einfach so an sich gut. Und ich wollte von Milk immer schon mal Make-up ausprobieren. Von daher, Gott, reden wir gar nicht drüber, werde ich diesem Produkt definitiv eine Chance geben. Auch wenn ich jetzt hier vom Swatch her sagen muss, dass ich mir bei diesem hier doch eine etwas bräunlich-nudigere Farbe vorgestellt hätte als Swatch. Aber jetzt geht er tatsächlich eher so ein bisschen in die korallige Richtung. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr über dieses Produkt und ich werde es definitiv auf den Wangen ausprobieren. Und dann werde ich euch in irgendeinem Video nochmal ein Feedback dazu geben. Als ich den Swatch jetzt gerade entfernt habe, sah er wieder so ein bisschen nudig, rosiger aus. Also ich bin sehr gespannt, wie der sich auf den Wangen verhält. Der ist wirklich sehr, sehr fettig. Und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was A, die Haltbarkeit angeht und B, ob mir dieses Produkt meine Foundation irgendwie, abhebt. Aber ich kann euch noch absolut gar nichts darüber sagen, da ich das Produkt eben noch nie hatte. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
Und diese Fettigkeit, die mir aufgefallen ist, liegt wahrscheinlich an der Mangobutter und an dem Aprikosenöl, denn die sollen eben nochmal Feuchtigkeit spenden und für ein geschmeidiges, nahtloses Finish sorgen. Klar, wenn man diesen Stick natürlich auch für die Lippen verwenden kann oder verwenden soll, dann macht es natürlich Sinn, da so viele Öle reinzupacken, damit die eben auch schön gepflegt werden. Für die Lippen, für die Wangen, ich bin gespannt. Ach, hier steht jetzt übrigens, dass es Work Dusty Rose heißt. Hier oben steht jetzt nur Work drauf, aber hier steht Work Dusty Rose. Und Dusty Rose passt als Beschreibung auf jeden Fall richtig gut. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Drei Produkte sind noch enthalten und diese drei Produkte sind absolute Knallerprodukte. Also ich finde die Box so unglaublich gut. Da sind so schöne Produkte enthalten und auch, ja, die letzten drei Produkte können sich sehen lassen. Das drittletzte Produkt wäre nämlich ein Duft. Und über Düfte freuen wir uns ja immer. Bei diesem Parfüm handelt es sich um einen Duft von der Marke Carlin. Noch nie gehört. Das hier wäre einmal das Eau de Parfum Mon Amour. Also meine Liebe. Und ich kannte die Marke tatsächlich überhaupt nicht und durfte nach kurzem Googlen feststellen, dass es sich um eine, ja, sogenannte Dupe-Marke handelt. Diese Marke macht Duftzwillinge teurer Düfte, nur halt in, ja, günstig. Dieses Parfum kostet nämlich auch nur 5 Euro und soll der Duftzwilling zu Thierry Muglers Alien sein. Und Alien ist ein Duft, ach, da bin ich sehr zwiegespalten. Ich finde ihn unheimlich toll an anderen. An mir selbst, ich hatte bis jetzt einige Proben von ihm, an mir selbst kann er mich irgendwie nicht so hundertprozentig komplett überzeugen, aber an anderen finde ich den grandios. Und dieses Parfum soll halt ein Dupe oder ein Duftzwilling zu dem Alien-Duft sein. Dieses Parfum enthält, ich weiß, ich schwanke übrigens die ganze Zeit zwischen Parfüm und Parfum, es tut mir leid, soll Cassis, Jasmin und Kaschmir enthalten. Und obwohl ich wirklich, wirklich, mir brennt es unter den Nägeln, dieses Parfum zu benutzen, aber ich denke, ich werde es weitergeben. Also wenn, würde ich mir tatsächlich eher den Originalduft, also das Original Alien, kaufen. Ich finde, für den Preis ist es eine super Sache, aber wenn, würde ich mir wirklich das Original holen. Von daher wird dieser Duft wahrscheinlich auch irgendwann verlost werden, aber es ist eine tolle, tolle Sache. Lustigerweise wird im Heftchen gar nicht erwähnt, dass es sich hierbei eben um so einen Duftzwilling handeln soll. Ich weiß nicht, ob die das dürfen oder ob sie da irgendwie Probleme kriegen würden. Aber hier steht auf jeden Fall drin, dass dieser Duft einem das Gefühl von Luxus, Leidenschaft und Stärke vermitteln soll. Unergründlich mit verführerischer Eleganz unterstreicht er deine geheimnisvolle Aura. Ich hatte es euch ja schon gesagt, hier sind Jasmin enthalten, Moschus und Vanille. Also es klingt eigentlich nach einem Duft wie für mich gemacht. Also ich liebe alle Komponenten, die in diesem Duft enthalten sind. Aber nein, wenn, würde ich mir wirklich den Alien-Duft holen. Ich bin jetzt gerade echt hin und her gerissen. Aber ich habe aktuell, ich habe zum Geburtstag einen großen Duft bekommen. Ich habe aktuell genug, von daher schweren Herzens trenne ich mich von ihm. Kommen wir zu den letzten beiden Produkten. Und ich hatte es ja schon bei dem Duft gesagt, die letzten Produkte haben es wirklich in sich. Das vorletzte Produkt ist von einer Marke, die ich schon seit ewigen Zeiten ausprobieren wollte. Und jetzt sind sie endlich in der Glossybox enthalten und ich habe die Chance, sie zu testen. Und zwar hätten wir hier einmal von Dalton die Ampullenkollektion, die Algenampullenkollektion. Und darüber habe ich mich tierisch gefreut. Dalton kennt man ja von YouTube. Also sowohl die liebe Claudi von Claudis Welt als auch Katrin von Katrins Welt und so, die schwärmen ja wirklich von Dalton in höchsten Tönen. Ich persönlich hatte noch kein einziges Produkt von denen, habe aber gehört, dass sie ab und an mal in der Box zu finden sind und jetzt habe ich sie endlich, endlich zu Hause. Ampullen ist so eine Sache, also ich bin nicht der größte Fan von Ampullen. Ich hatte neulich welche von Barbour. Die waren mir eigentlich
einfach zu flüssig. Also die waren richtig wässrig. Dann hatte ich welche von Dr. Grandel aus der Glossy Box. Die waren schon sehr cremig und die haben mir gut gefallen. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Konsistenz der Ampullen, des Ampulleninhaltes an. Hier haben wir einmal 5 verschiedene, was ich natürlich super finde. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass in dem Set 5 Ampullen drin sind. Und aufgrund der lieben Claudi und der lieben Katrin habe ich zumindest schon mal von diesen Ampullen gehört. Wir hätten hier nämlich zum einen einmal die Multitasking-Ampulle. Mattierte Haut ohne Kompromisse, bis zu 8 Stunden weniger Hautglanz ohne auszutrocknen. Wir hätten die Sleeping Beauty Ampulle, repariert Hautschäden über Nacht. 2 Phasen Ampulle mit Night Healing Enzymen für 4-mal mehr Spannkraft. Wir hätten die No Filter Needed Ampulle für den Photoshop-like Effekt, zaubert einen ebenmäßigen Teint und glättet die Hautstruktur. Wir hätten die Stressless Ampulle, pure Entspannung für die Haut, verteidigt die Zellen vor innerem Stress und sorgt für eine erholte Ausstrahlung. Und die Oh My Blush Ampulle, der Energiedrink für die Haut, wärmt und stimuliert die Mikrozirkulation für einen rosigen Teint. Und dann ist hier auch noch ein Gutscheincode für deinen Einkauf im Dalton Online Shop enthalten. Den werde ich euch hier unten einmal einblenden, denn da könnt ihr dann natürlich auch ein bisschen was sparen. Ich kriege dafür natürlich nichts, da ich euch den Code jetzt einfach nur von dieser Packung vorgelesen habe. Aber ihr spart bis zum 28.02. 20% auf das komplette Dalton-Sortiment. Das ist natürlich klasse. Also den Code werde ich mir aufheben. Und ich würde sagen, ich habe jetzt schon so viel über die Ampullen erzählt. Wir schauen... die sind schön. Oh mein Gott, das kann man hier einmal so aufklappen. Und dann hat man hier praktisch die 5 Ampullen, die auch alle unterschiedlich aussehen, mit so einem kleinen Meeresbild im Hintergrund, da Dalton ja eben ja, Marinekosmetik ist. Wunderschön. Also da freue ich mich echt super drauf. Also ich habe schon so viel Gutes über die Ampullen gehört und obwohl ich nicht der größte Ampullen-Fan bin, werde ich die definitiv ausprobieren und das ist ein mega Produkt. Wir sind beim letzten Produkt angekommen und hier haben wir auch nochmal einen richtigen Klopper enthalten. Und zwar hätten wir ein dekoratives Produkt von Huda Beauty, den Matte and Metal Melted Shadow in der Farbe Cashmere Robe and Penthouse Suite. Hier hätten wir einmal den wunderschönen, doppelseitigen, flüssigen, ja, Lidschattenstift. Nein, doppelseitig flüssigen Lidschatten von Huda Beauty. Wow, wow, wow. So ein Produkt hatte ich noch nicht von Huda Beauty. Also ich habe einige Produkte von ihr. Diese flüssigen Stifte sind mir schon oft über den Weg gelaufen. Aber ich habe sie eben noch nie irgendwo gehabt. Und jetzt gerade, Moment, ich muss einmal kurz rohe Gewalt Autsch anwenden. Oh mein Gott, das ist richtig gut verpackt. Aber was lange währt, wird endlich gut. Hier hätten wir einmal den wunderschönen ja, Lidschatten. Das ist eine ganz schöne Farbkombination. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Auf der matten Seite hätten wir einmal die Farbe Cashmere Robe. Das ist der hier oben. Ein richtig schöner, heller Cremeton. Und der glitzernde, passende Ton dazu wäre die Farbe Penthouse Suite. Ich kann euch den mal swatchen. Ich werde euch jetzt zuerst einmal den matten Ton hier oben swatchen. Das ist ein schöner Ton. Der gefällt mir gut. Das ist so ein richtig schönes Grayish. Also so eine Mischung aus Grau und Braun. Der gefällt mir sehr. Das ist ein richtig schön kühler Ton. Ich bin mal gespannt, wie der sich auf dem Augenlid verhält. Also ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit flüssigen, ja, Lidschatten, da ich immer Angst habe, dass die bei mir krümeln, dass die in die Crease rutschen, dass sie creasen. Aber das ist schon ein schöner Ton. Wenn jetzt der glitzernde Ton auch so... Der kommt auf jeden Fall auf einem schmaleren Applikator. Oh wow. Der ist ein bisschen wärmer, würde ich sagen. Aber oh, schön. Schön, schön, schön. Der ist jetzt da drunter. Ihr könnt sehen, der ist ein bisschen wärmer und das ist ja die schimmernde Seite, die Metal-Seite. Die schimmert logischerweise auch viel stärker als der matte Ton da drüber. Aber
Ich bin begeistert. Also das ist eine richtig, richtig schöne Farbkombination. Gerade der matte Ton gefällt mir unheimlich gut. Und ich meine, wer bekommt nicht gerne was von Huda Beauty in seiner Box? Also dieses Produkt gehört definitiv zu meinen persönlichen Highlights. Im Heftchen steht auch, dass es sich bei diesem Ton oder bei dieser Kombination um einen absoluten Winterton handelt. Und das kann ich nur bestätigen. Also ich finde auch durch diese enthaltene Kühle ist das wirklich ein toller Ton für die kalte Jahreszeit. Hier wird jetzt die matte Seite als Smoky Olive Taupe beschrieben. Und ich muss sagen, das passt eigentlich ganz gut. Also es ist kein reines... ja, grau, kein reines Braun. Also es ist schon eine sehr gute Beschreibung der Farbe. Und hier steht eben auch, ja, dass man praktisch zuerst den matten Lidschatten auftragen soll, den schnell einarbeiten und verblenden soll und dann eben das Ganze nochmal mit dem Glitzer, mit der glitzernden Seite zu toppen. Also, wow, das finde ich ein richtig, richtig schönes Produkt, über welches ich mich wirklich tierisch freue. So, ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos angekommen. Und was war das bitte für eine Box? Also das war die meiner Meinung nach beste Special Box, die die Glossy Box in diesem Jahr rausgebracht hat, beziehungsweise die Glossy Box in dem letzten halben Jahr rausgebracht hat, denn so lange bin ich erst Abonnent der Glossy Box. Wahnsinn, also die war besser als die Jolie Box, die war besser als die Grazia Box. Die war der absolute Wahnsinn. Also ich fand die mega, mega gut. Ich freue mich eigentlich über jedes einzelne Produkt und selbst die Produkte, mit denen ich jetzt so nichts anfangen kann, sind immer noch Produkte, die gut sind, die ich theoretisch behalten könnte, hätte ich nicht davon zu viel oder was weiß ich. Also es war eine bombastische Box. Meine Highlights sind natürlich der Blush von Milk, dann der Lidschattenstift oder das Lidschattenprodukt von Huda Beauty, die Ampullen von Dalton, das Serum von Yves Rocher finde ich mega interessant und es war einfach eine schöne Box. Also egal wie man es dreht und wie man es wendet, es war eine richtig, richtig schöne Box und ich hoffe sehr, dass alle die, die diese Box wollten, auch noch eine abbekommen haben. Haltet da wirklich die Augen auf. Also ich poste es ganz oft bei Instagram, wenn es solche Boxen gibt, die lohnen sich wirklich. Also dieser Inhalt für 35 Euro, da kann man nichts sagen. Gut, ist natürlich eine Frage, hätte man sich die Sachen auch so geholt? Wahrscheinlich eher nicht, aber für 35 Euro, also das war, also es waren Produkte drin, die ich ewig testen wollte, das Huda Beauty Produkt, das Milk Produkt, das Dalton Produkt, also für mich hat es sich jedenfalls von vorne bis hinten gelohnt, also ach, ihr seht, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Ich bin richtig zufrieden und glücklich, dass ich mich damals für die Box entschieden habe. Aber meine Lieben, wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Start. Wobei nein, wir haben heute Mittwoch. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!